Hallo, herzlich willkommen zum Riser Games Day Wochenrückblick und alles Gute zum Towel Day! So ziemlich das Nützlichste, was man auf der Reise durch die Galaxis mit sich bringt. Eine Fehde brisanter als die Rivalität zwischen Dortmund und Schalke und brutaler als alle 26 Saw-Filme. Die Rede ist selbstverständlich von Pflanzen gegen Zombies. Seit Dienstag befindet sich Plants vs. Zombies Adventures in der Open Beta. Tower Defense-Liebhaber können ihr Grünzeug jetzt also auch kostenlos auf Facebook gegen torkelnde Untote verteidigen. Ubisoft macht reinen Tisch und hat einen Reset sämtlicher The Mighty Quest for Epic Loot-Accounts durchgeführt. Ein kleines Opfer, gemessen an den umfassenden Verbesserungen, die damit einhergehen. Neue Burgenbauer sind jetzt dank geringerer Goldrate vor dreistem Farming durch erfahrenere Raubritter geschützt. Außerdem hat Ubisoft die Burg von Sir Painhammer und anderen mittelalterlichen Immobilienbesitzern in bester Tine-Wittler-Manier renoviert. Die kalten Gemäuer sehen nicht nur besser aus, sondern erhalten auch mehr Arbeitsbereiche wie zum Beispiel eine Schmiede, ein Architektenbüro und eine Brauerei. Prost! Welche Genres sind bei den großen Online-Game-Publishern im Moment ganz doll beliebt? Richtig, MOBA und 3D-Action-Shooter. Das weiß auch BigPoint und schickt mit Merc Elite eine interessante Mische aus beiden Bestsellern in die Closed Beta. Und, apropos MOBA in der Closed Beta, letzte Woche köchelte Dawngate noch leise in der Gerüchteküche vor sich hin. Seit gestern serviert Publisher EA seinen neuesten Leckerbissen einer kleinen Gruppe ausgewählter Spieler. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt und man kann eine Rudolfs-Schrottplatz-Simulation machen erfolglos, man kann eine Rudolfs-Schrottplatz-Simulation machen erfolgreich. Auf Garbage Garage trifft Letzteres zu, über 1 Million Online-Schrottländer haben ihren 3 schrulligen Idolen bereits Nachgeeifert. Horst Günther wäre sicher stolz auf seine Brüder. Das war's auch schon wieder mit dieser Ausgabe des Wochenrückblicks. Alle News aus der heutigen Folge findet ihr wie immer unter dem Video. Vorher solltet ihr allerdings dringend im Magazinbereich von browsergames.de vorbeischauen. El Jefe Dennis hat Neverwinter für euch getestet und Martha hat die seltsamsten Füße aus Online-Games für euch zusammengesucht. Bis nächste Woche, zur gleichen Zeit und bleibt mir auch.